Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Minecraft Mine Colonies Let's Play. So, er braucht grobe Great to Erde. see you. Gut, der Bauarbeiter für das Haupthaus. Hier haben wir schon mal die Bauhütte gebaut. Hier haben wir das Haupthaus. Hier haben wir eine Forsthütte und hier ein Steinmetz in Bau. Also noch nicht angefangen, aber jo. Schon mal hier wie ausgebuddelt. Sieht halt jetzt einfach nicht so toll aus, weil der Mod-Hersteller nicht gesagt hat, jo, man baut nach unten oder weil es auf einem Hügel steht oder so. Aber jo, das mache ich dann wieder weiter oben hin. Gut, und währenddessen sollte er eigentlich jetzt langsam anfangen zu bauen, aber es ist gerade Nacht. Er ist da nicht hier, er ist da unten, okay. Gut, und währenddessen schlafen wir mal kurz, damit er gleich anfängt. So. Jo. Wir haben ja ein paar Lamas gesetzt, damit etwas los ist hier in der Stadt. Und die sind hier hinten. Gut. Immer noch in der Nähe. Also ein Lama ist mal hier. Die anderen sind wieder abgehauen. Und Füchse sind auch irgendwo. Aber schauen wir mal zu, was er so baut. Der ist da unten. Aha. Er baut alles wieder voller Cobblestone oder. Ja, Cobblestone. Okay. Währenddessen gucken wir uns noch kurz um. Pilze sind gewachsen. Okay. Vögel haben wir jetzt auch gerade nicht. Aber ich habe ein paar Tiere gesetzt. Und sind irgendwo mehr anzutreffen. Könnten auch ein bisschen weiter weg jetzt sein. Was ist das hier? Eine Kuh. Jo, eine Kuh. Also, die finden wir sicher bald wieder. Naja, also. Einen Kopf habe ich jetzt dieses Mal nicht. Ich könnte einen Lama-Kopf nehmen. Nö. Wenn schon Lama setzen, dann sollten sie auch bleiben. Also wir haben noch, ja, hier eben die Stadt, Inka-Stadt. Dort werden wir Japan machen. Dort werden wir Fichtenmittelalter machen. Und dort werden wir, ja, Dschungelbaumhaus-Stadt bauen. Und irgendwann mal haben wir alle, können wir eine zweite Stadt bauen oder irgendwo Mod, also Baustile irgendwo runterladen für diesen Mod. Es gibt auf jeden Fall ein paar noch. Aber ich weiß nicht, wie man die bekommt, ob ich die bei Mine Colonies Dimensional Adventures rausnehmen muss und hier reintun muss. Oder keine Ahnung wie. Aber das werden wir dann sehen, wenn es soweit ist. Gut, also er klatscht wahrscheinlich alles wieder voll. Geht es noch einige Zeit, bis er wirklich baut. Aber es ist ein bisschen doof, dass diese jo, Stadtgebäude Teile halt immer irgendwo speziell sein müssen und nicht irgendwie zu unterst in der Mitte. Also die können sie ja dann beim Bauen irgendwann mal hoch tun ans richtige Ort, aber sollte eigentlich immer in der Mitte sein und am weitesten unten. Vom ganzen Gebäude oder so. Das wäre besser. Sie machen wirklich komische Sachen. Ich dachte mir schon, es sieht wirklich so aus, als würde irgendwie, ich weiß nicht, eine Bombe eingeschlagen haben oder so. Das ist ein Krater. Sieht mir noch nicht so mega aufwendig oder logisch platziert aus. Es ist ganz komisch, wie es aussieht. Ja, auch mit diesem mauerähnlichen Steinen hier. Naja. Bin mal gespannt. Es wird sicher dann irgendwie auf Level 4 oder so schön aussehen. Weiß gar nicht, ob es 4 oder 5 sind, aber ich glaube, mehr Ausbaustufen hat das Rathaus dann nicht mehr. Es sind, glaube ich, 4. Ja. Jo, und ich hoffe einfach, alles klappt bis ganz zum Schluss. Wenn natürlich irgendwas nicht geht, wie zum Beispiel auch der
Bauarbeiter, der immer so mega weit laufen muss. Anstelle von, ja, wie er sonst manchmal cheatet, so von weitem weg. Ja. Dann müssen wir halt einfach irgendwas anders machen, eben eine andere Stadt dann oder so. Aber ich denke, ich fange langsam schon ein bisschen an mit Japan auch. Ja, ich werde eventuell einfach nicht zeigen, wie sie bauen, aber ich werde sie platzieren, die Gebäude. Und ja, werde einfach ab und zu dann immer wieder zeigen, wie weit sie sind. Also, ich werde natürlich zwischen den Gebäudestufen und so immer wieder zeigen, wie weit er ist. Nicht alles komplett zeigen für eine zweite Stadt, sonst dauert das ewig, bis. Ja, die zweite Stadt dann auch gebaut ist und so weiter. Und wir wollen ja auch dekorieren, das ist ja vor allem unser Ziel. Eine Stadt wirklich sehr schön machen und so. Und so, dass es den Leuten nicht stört. Also, ich weiß ja nicht, was der Bauarbeiter sagt, wenn wir ein Gebäude verändern oder so. Oder was die KI sagt beim Laufen oder so. Müssen wir ein bisschen austesten dann. Und das ist auch zum Beispiel ein Grund, wieso ich hier im Kreativmodus baue, damit wir da nicht so mega lange farmen müssen für nichts oder für zum Umbauen, für das Gebäude höher zu machen, damit es besser aussieht oder so. Hätte ich jetzt keine Lust, also ich wäre wütend gewesen, wenn es so wäre, also wenn es so ist wie jetzt. Da hatte der Mod-Hersteller einfach zu schnell irgendwie wieder etwas gebaut. Und das gar nicht nutzerfreundlich gemacht. Das ist für mich schon fast ein bisschen zu realistisch oder zu vereinzeln die Bauabschnitte. Er muss immer ständig laufen und dann setzt er einen Block, sondern, weiß nicht, irgendwie, jo, mehrere Blöcke und das schneller und so. So zufrieden bin ich mit diesem Mod nicht. Da war mein. Da war Millennials, heißt es, glaube ich, hieß es. Wird wahrscheinlich immer noch entwickelt. Schon viel besser. Ich könnte mich mal erkundigen, ob Millennials immer noch weiterentwickelt wird. Wenn es weiterentwickelt wird, mache ich gerne nochmal so ein Let's Play davon. Habe ich ein paar schon gemacht. Weiß nicht wie weit, aber das ist halt auch ein Mod, der ewig dauert. Mal gucken. Und sonst hat das erste. Genau, die Treppen natürlich. Mit hier auf der Seite auch noch Steinsägen, genau. Ja, Bruchstein. Jo, es macht sich. Also jetzt, wo Blöcke platziert werden, sieht es schon ein bisschen besser aus. Aber doch auch ein bisschen unordentlich und ich weiß es nicht. Es ist so ein typisches, ja. Wild herumbauen. Es ist so wie auf wirklichen Schönbauserien, wo die Leute so große Städte oder so bauen. Es sieht dann immer so mega wild aus, weil da muss ein Block sein, dort muss ein Block sein. Sonst ist es ja nicht realistisch genug oder so. Ich bin eher schlichter am Bauen, also nicht, also schon sehr umfangreich. Aber wenn jetzt ein Kieswerk nur aus Kies besteht, dann bin ich schon glücklich. Und manche machen dann verschiedene Blöcke, weil es einfach so ein bisschen kiesig aussieht. Aber für mich sind die Blöcke dann nicht so kiesig wie andere Blöcke. Wenn es einfach andere Blöcke gäbe oder so. Also, ja. Für mich muss nicht ständig irgendwelche Trockenbeton noch dazwischen sein. Oder Gravel. Nicht Gravel, Kies, ja Kies. Grobe Erde, meine ich. Irgendwie so Sachen, oder? Dass es ähnlich aussieht. Sonst ist es für mich too much. Und ja. Seht ihr an meinem Server, Let's Play Dragodia Server, Let's Play. Ich baue schon sehr deutlich, also sehr realistisch und detailliert, aber nicht extremst. Also es macht keinen Sinn, wie die meisten, die denken, sie seien Profis, als machen. Sind nicht Profis, sind einfach irgendwelche. Leute, die noch mehr machen als nötig.
Und da gibt es die Leute, die mega langweilig bauen und fast keine Blöcke, unterschiedliche Blöcke verwenden. Ja, für mich muss es mindestens drei unterschiedliche Blöcke sein und mehrere ähnliche Blöcke. Dann ist es realistisch. Aber davor nicht. Und das macht halt immer sehr schwer, wie sich im Survival bauen kann und ja, bis ich die Blöcke auch habe dafür und so weiter. Es ist sehr kostspielig in Minecraft. Und ja, deshalb tue ich ja auch so ein Projekt im Kreativmodus bauen, ja, zeigen. Und dann kann ich auch ein bisschen besser reden, ein bisschen mehr Sachen reden, auch mehr besser zuschauen, dem schönen Bauarbeiter mit seinen langen Touren. Ja. Okay, war wieder Nacht. Aber ich finde es sehr angenehm. Der Mod macht schon Spaß, wenn man nicht warten muss. Also, jo, Gebäude sollten schon schnell baubar sein, aber das wird es wahrscheinlich schon werden, wenn er jetzt Level 2 wird und 3. Das kann ich eigentlich direkt machen. Können wir mal kurz schauen, ob wir es schon ausbauen können? Das ist an der ersten Stelle. Gut. Weizen-Extra-Schingel, das muss ich mir merken. So nicht. Das ist der Struktur, nein, der Ornamentum. Tonschingels. Ja, so kriege ich das nicht. Da kriege ich immer die gleichen. Also. Nee, gerade das, was angezeigt wird. Ich hoffe, das ist das Richtige. Wisst ihr was? Ich suche es mal hier raus. Geht auch nicht. Wie kriege ich den Block? Ich muss irgendwie craften, wenn ich Shingles angebe. Shingles, Tonjingles. Ich muss die mit Weizen, mit Architektur Scatter, aber das ist der schlechte. Ich hoffe, dass der Mod das nicht braucht. So, ja, ich will den holen. Also dann brauche ich Weizenblöcke, Strohballen. Und dann platzieren wir den hier bei der Kiste. So. Gut. Shingles. Strohballen Shingles. Ich will den hier craften. Ah, okay, man muss wirklich da unten hinsetzen. Also die habe ich mal. Und ja, den Rest schauen wir an, wenn wir kurz schlafen gehen. Schauen wir mal kurz, wie weit er ist. Also er hat irgendwas noch platziert. Ja, sichtbar nicht. Hier hat er ein paar Sachen platziert, denke ich mal. Hier kommt auch überall noch Holz hin. Jetzt muss er sowieso hier hin noch kurz. Und währenddessen schauen wir mal kurz Verbesserung, Optionen. Also Erde, Regal, Fichtenholz, Falte, Stein, hellgraues Banner. So, dann zum Beispiel Fichtenholz, Falltür. Regal. So, dann nehmen wir ein paar Sachen wieder raus. Ich weiß nicht, wieso er hier so viel Steinsiegel hat. Die brauchen wir natürlich nicht. Hier drin. Fichtenholztür haben wir sogar zu viel. Und Regale haben wir auch viel zu viel. Dann Bauoption. Stein, Bruchstein, Mauer.
Gut, haben wir nicht. Serveroptionen. Also normale Stein, Fackeln, Erde, Erde, Kies, Andesit. Okay, gut. Gut, der Rest wird dann einfach gebaut und wir schauen ihm wieder nach. Momentan macht er gerade mit Halfsteps etwas. Mit Kuppel einfach dazu gewechselt. So sah es vor. Jo. Wenn ihr auch so schnell bauen könntet, ja? Also ihr müsst ja immer ein bisschen vorplanen, eher nicht. Ihr macht einfach diese Abfolge, die ihr im Kopf reinbekommt mit Scripts. Der kann's, ja. Der ist eine Maschine. Totaler Roboter, der kann das. Würdigt mal diese KI, die ist ja wunderbar. Wenn man immer so einen Roboter hätte, der für einen etwas baut. Ja, dann müsst ihr aber sehr, sehr viel planen und scripten. Naja, könnt ihr auch von unserem Server planen. Einfach auch Plugin machen. Irgendwann haben wir auch so ein Mod, wo man automatisch Sachen bauen kann. Viele Feature haben wir schon und es werden natürlich noch viel mehr. Minecraft kann auch ganz anders sein. Ich würde es gerne ein bisschen fördern, dass Leute mehr Lust haben, irgendwelche Mods zu machen. Also Scripts und Plugins und so. Je nachdem, was halt geht am besten dafür. Oder Datapacks gehen auch auf dem Server. Ja, wie das aussieht. Okay, sehr interessant bis jetzt. Klar, wir müssen unbedingt die zwei Kinder finden. Es sind aber nur noch zwei Erwachsene. Ich habe nur kurz ein bisschen zugeschaut mit dem Bauarbeiter. Aber die Lamas sind einfach irgendwie zerstreut oder so. Keine Ahnung, wo die sind. Und die Füchse sind auch weg. Okay, ist ein komischer, durchdrehender Vogel. Der Vogel. Schade. Ich wollte euch einfach die Tiere nochmal zeigen, damit es denen vorher gebaut hat. Ich muss kurz schauen. Habe ich ziemlich am Anfang gemacht. Ja, und jetzt sind mittlerweile alle vom Spiel wieder entfernt worden. So eine Frechheit, wie die Spiele einfach manchmal einem frech tun. Hier hätten wir Pferde, cool. Ein Eisbär hier? Hallo, was machst du hier? Bist du da hier drüben, hier rüber gelaufen? Wie sich die Tiere manchmal einfach so bewegen, als würden sie auf Reisen sein. Ja, vielleicht sind irgendwo die Füchse und... ich will jetzt nicht zu lange aufhalten uns. Krass. Zucker. Eine schöne Höhle, ne? Wir können uns wieder zurück teleportieren, aber ich möchte mal kurz schauen, wohin das wird. Man sieht ja auch so viel, weil irgendwie der Schatten fällt. Was eigentlich wieso? So. Also. Jetzt geht's weiter beim Schauen. Und ja, wir können vielleicht noch etwas anderes machen nebenbei. Keine Ahnung, was ich machen soll. Ein bisschen dekorieren wieder, aber ja, ich denke, ich warte mit diesem Weg dort vorne noch. Ah, ist hier. Hat wieder ein Problem. It's a fine day. Ich weiß nicht, was er für ein Problem hat.
glaube, Erde brauchst du nicht mehr. Also, wir könnten, nein, wir machen jetzt mal kurz hier ein Reset. Ich wollte schon das Bau, die Bauhütte jetzt einfach bauen lassen. So, also mach weiter bitte. Nicht bummeln, bitte nicht bummeln. Also er macht jetzt, noch Rohstoffe, denke ich mal. Er macht jetzt sicher weiter. Also es kann sein, dass die Dorfbewohner manchmal nicht mehr wissen, was sie machen. Ja, dann mach mal. Machen Sie weiter, bitte. Ich will ein Rathaus sehen. Im Inka-Stil. Was wäre, wenn Inkas nie gefunden werden würden? Was wäre dann, wie kämen die dann zu uns mit ihren fortschrittlichen Sachen? Was wäre, wenn der Mensch jetzt erst andere Menschen treffen würde? Was wäre dann? So, ja. Ich kann mir das nicht vorstellen mit der Technik von heute, aber wie würden Menschen reagieren, wenn sie einfach mal eine andere Zivilisation sehen, die vielleicht noch weiter wäre oder so? Das wäre sehr interessant. Jetzt haben sie erst auch entdeckt, dass der Saturnmond Europa, das ist Jupitermond, wirklich Sauerstoff hat. Das heißt also, es kann wirklich Leben drauf geben. Das ist doch mal schön, auf einem Mond leben, oder? Aber wäre nicht der Gasplanet irgendwie schlecht für uns oder so, wenn wir dort, ja, wir hätten ja dort leben können, wenn wir nicht gestorben wären? Great to see you. Ja, typisch, ich nehme das raus, weißt du? Und entferne es wieder. Einmal bekommst du so. Ja nicht. So. Is there a problem? Ja. Ein Stack. So, mach weiter, aber ja, bitte nicht immer so mega lange. Das ist. What's it today, wieder then? Das. Hä? Du bist ein bisschen im Nachhinein, hä? Ich hab dir schon lange gegeben. Jetzt bau weiter ab. Argo ist ein strenger Chef, aber. Will man doch gerade aus. Ich will herrschen. Im Boden. So 20 Meter unter dem Boden. In einem schön viereckigen Loch. Was brauchst du noch mehr? Need something? Oder hast du das einfach nicht im Blick? So, mach jetzt weiter. Ja, der Mod scheint schon ein bisschen verbuggt noch zu sein. Wenn man denkt, man hat ihn schon sehr früh gespielt und damals war er noch weiter. Hey. Der Umfang ist natürlich gestiegen. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, die KI und so hat einen Rückgang gemacht. Jetzt macht er wirklich immer noch nichts. Fine morning, isn't it? Ja, immerhin auch an zu reden mittlerweile, aber du sollst arbeiten. Ich resette nochmals, fertig. Weiter arbeiten. Es ist schon wieder Nacht und du hast noch nichts gemacht. Gerade momentan. Ich will ja nur den Spaß haben, der Mod bringt einfach nicht immer den Spaß. Bert ewig der Dulli. Ja, es wird eben besser. Oh, hier ist ein Polarfuchs gekommen. Von wo kommst denn du? Hast du irgendwo hier geschlafen, getarnt? Geschlafen? Cool. Aber wo hast du jetzt die anderen? Jetzt schläft er hier weiter. Schlafen die immer am Tag? Ich denke nicht immer. Ah, hier sind ja die Vögel. Gut. Oh. Piep, piep.
gut, andere Füchse sind nicht da, aber ein Lama. So, ich habe auch gesehen, die NPCs fallen manchmal zum Beispiel hier runter, sie bekommen aber keinen Schaden über scheinbar. Oder erst viel später. So, jetzt arbeitet er immerhin wieder weiter. Ich sehe gerade nicht was. Das ist eine mega Höhle. Eine winzige Höhle. Was ist das hier? Nein, er will wahrscheinlich hier einfach bauen, oder? Baut nach oben. Und hat jetzt einfach unten angefangen, ist jetzt mittlerweile hier oben. Irgendwie. Jetzt macht wieder nichts. Okay, jetzt macht wieder das. Keine Ahnung. Also scheinbar hier hoch will er nicht, oder? Doch, jetzt will er hoch. Gut, vielleicht haben wir es jetzt wieder ein bisschen gelöst, dass er wieder etwas macht. Aha, er wollte wirklich hoch. Okay, wusste ich nicht. Er könnte ja irgendwie hin und her laufen oder so dann. Es braucht einige Zeit, bis er die Sachen mitnimmt. Ist doch stylisch. Mal ein bisschen öffnen. Immer schön lüften, ne? Immer schön lüften, lieber Dorfbewohner. Lieber Bauarbeiter. Komm, mach weiter, bitte. Er baut von hier. Und dann baut er irgendwie hier unten etwas ab. Nein, jetzt macht er sich wieder... Okay. Aber immerhin baut er jetzt wieder weiter. Boah, ist das manchmal schwer herauszufinden, was er genau braucht und will. Aha, jetzt macht er hier wieder die Treppe. Sehr gut. Jo, immerhin wieder ein bisschen spannend. Ist doch schon interessant, manchmal zuzuschauen, aber es könnte ein bisschen... Bisschen angenehmer, oder? Am Anfang vor allem nicht so mega viel sein und dann später umso mehr. Weil kein einziger Spieler möchte natürlich so umfangreich schon am Anfang bauen. Das ist unrealistisch. Das ist so, naja, wirklich unnötig. Soll ich wieder ein bisschen am Laufen lassen, weil es ist schon vielleicht ein bisschen doof zum Zeigen. Also sobald er irgendwie oben dann etwas macht, kann ich dann den nächsten Part anfangen. Ich denke aber, es wird jetzt bald eigentlich oben anfangen. Also ich mache jetzt einfach kurzen Part Pause. Also ja, ich beginne den nächsten Part und dann sehen wir gleich hier weiter. Jetzt hat er noch ein Problem, Half Steps. Fine morning, isn't it? Hallo Internet. Internet oder so etwas. Good morning, Internet. Er braucht nochmal so etwas. Nochmal Steinstufe. Kann ich einfach mal. So, jetzt. Sehr gut. Also wenn es steht 1 bis 6, 64, dann denke ich mal einmal ein Stück. Aber scheinbar will er das nicht. Jetzt muss er scheinbar wieder hier hin. Okay. Für was? Muss doch nichts holen, oder? Vielleicht setzt er wieder ein paar Sachen hin. Hat auch viele Sachen. Und hier ist eigentlich schon wieder voll. So. Ja.
hat so viele Sachen hier. Gut, also, dann machen wir mal Part Ende. Nächster Part kommt so bald wie möglich. Tschüss zusammen und viel Spaß noch. Tschüss.